Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem neuen wunderschönen Vlog aus der Ferieninsel und dem Traumparadies Madeira. Der Mann vor mir braucht... Hast du gehupt? Nee, er. Warum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil er sich bedankt hat, dass ich gewartet habe. Musst du ja. Also er hätte ja nichts anderes übrig... Also ja, ich hätte ihm auch reinfahren können. Der Foto, oder? Wahrscheinlich wollte er ein Foto mit mir machen. Was der ist das jetzt? Der Portugiese hat tatsächlich unsere Sprache mittlerweile gelernt. Ja. Wir haben Max, heißt der wohl scheinbar, ein Sprachkurs. Ja. Er hat auch gestern ja die Kellner gemacht beim Date. Das war sehr, sehr wild. Vielen Dank für das Feedback auf jeden Fall an der Stelle. Wird definitiv nochmal kommen, sowas. Und ich fahre jetzt in Mexiko ins Gym tatsächlich. Das wird sehr wild. Ich hoffe, ich gehe danach noch was mit dem Essen mit dem kleinen Süßi. Wir werden uns jetzt das erste Mal seit langer Zeit im IRL wiedersehen. Das wird auf jeden Fall cute. Und ich bin gespannt. Ich war, glaube ich, jetzt, boah, Digga, wie lange war ich nicht mehr im Gym? 9 Jahre oder so, so wie ich aussehe, wahrscheinlich. Eigentlich schon, oder? Ja, ja, einfach, fühlt also, sich wir an haben ja auch gesagt, dass wir uns nicht mehr anfassen, Tobi, ne? Warum? Ja, weil ich das halt unangenehm finde, ne? Fühlt sich an wie 9 Jahre, ja, Sebastian. Ja, danke dir. Fühlt sich an wie 9 Jahre. Genau, so wie lass ich mich in Ruhe. Genau, lass mich in Ruhe. Warum kleben deine Hände? Die kleben nicht. Okay. Das ist... Oh, das hast du gerade gesagt, Sebastian. Leute, Schnitt. Ist er nicht süß? Ist der nicht unglaublich süß? Ah, der ist auch gar nicht mehr so fett wie vorher, krass. Abgenommen hat er auch. Stark, hier läuft da über irgendwo noch orange und orange rum. Sehr unangenehm, dem hier zu begegnen. Wir machen jetzt erstmal, wir haben uns gerade aufgehört. Mein Bruder ist leider eine Langhantel, deshalb machen wir Kurzhantel. Ich habe jetzt seit, keine Ahnung, 6 Monaten keine Hantel mehr in der Hand gehabt, weil alles zu hat. Aber Bodyweight. Ich bin jetzt mal gespannt, wenn ich jetzt Bodyweight trainiert habe die ganze Zeit, ob ich überhaupt noch eine Hantel hochbekomme. Maybe bin ich komplett erlaubt. Was ist das? Komm mal schön warm. Ach, hör doch auf, Alter. Bist du Tim Gabel oder was? Wisst ihr, was geil ist? Die haben hier Snickers mit Protein. Und ich darf das essen, weil ich nämlich auf meine Ernährung nicht so achte. Und er hier, er darf das nicht essen. Das ist mega geil, ich fühle mich echt gut dabei. So ein Verhalten ist einfach menschenverachtend. Guck mal, das ist halt jetzt ein absolut unnötiger Flex, Digga. Ich breche mir hier bei 12 Klimmzügen einen weg. Und der Bro zieht einfach 8 Muscle-Ups. Es ist einfach nur dreist. Und es muss doch nicht sein, sowas. Vor allen Dingen, weil sich alle Leute hier im Gym da schlecht fühlen, wenn man sowas sieht. Ja, komm, sch*** drauf. Guck mal, Leute, ach, das Memo ist die Brust, oh, an der ihr euch anlehnen könntet. Voila, verliebt. Ach Mann. Oh, komm, oh ja, Baby. Oh, ist das geil. Oh. Ja, hier spricht, okay, hör auf. Hier spricht niemand unsere Sprache, ist alles gut. Ey, das Ding ist, es ist so ungewohnt, Mann, wieder an Geräten zu trainieren, wenn man die ganze Zeit mit so Liegestütze und so Bodyweight mit so Bändern arbeitet. Das ist so weird, das ist so weird. Es ist so weird, wirklich. Ich habe eben Klimmzüge gemacht, das ging halt noch, weil ich das halt jeden zweiten Tag mache. Aber jetzt alles, was so mit direktem Gewicht ist, ganz, ganz seltsam. Aber es ist auf jeden Fall nochmal schön, hier im Gym zu sein. Das Schade ist, dass hier jedes Gerät nur einmal verfügbar ist, weil es macht ja Sinn, wenn mehr Geräte heißt, mehr Corona. Genau. So ein Ding nämlich. Okay, Leute, kurzer Style-Check. Oh Gott. Spann mal ganz kurz an, mein Schatz. Ist er einspannen? Was ist denn einspannen? Guck mal, Leute. Feini. Leute, ich bin so ein geisteskranker Vlogger. Was ist denn jetzt los? Ich bin so ein kranker Vlogger geworden hier. Guck mal, Leute. Kleiner Food-Po. Kleiner Face-Po. Mm. Oh, Digga, aus der Perspektive bist du richtig hübsch. Schau mal. Du hast richtig schöne Lippen, also die würde ich gerne mal küssen. Der ist jetzt durch im Gym. Maxify hat sich jetzt hier richtig schön Quinoa gegönnt. Das ist wirklich nur Quinoa, damit er richtig viele Carbs essen kann. Ich habe ihn eben oben ohne gesehen. Und es war schon extrem geil, muss ich sagen. Also ist schon eine Maschine, auf jeden Fall. Wann ist deine Challenge vorbei? Dauert noch. Also verlängerst du? Ich glaube, ich verlängere, ja. Bist du stolz auf meine Form? Auf deine? Ja. Ja. Findest du mich geil? Super. Dankeschön. Ey, wir essen jetzt sowas rein, Leute. Dann geht's nochmal zurück ins Haus. Das Ding ist, mein Ohr ist immer noch taub. Und ich sehe mich schon morgen, wie dein Ohr mit einem Staubsauger rumfummelt. Übertrieben keinen Bock drauf. Und ein bisschen mache ich mir auch Sorgen, dass ich leider nicht zurückfliegen kann. Weil mit diesem verstopften Ohr darf ich nicht fliegen. Vielleicht muss ich jetzt hier einfach wohnen bleiben, Leute. Vielleicht muss ich einfach gezwungen hierhin auswandern. Ja. Yeah. Jeden Tag Gym. Let's go. Zeig jetzt mal. Was ich machen? Zeig doch jetzt. Was? Deinen besten Trick. Ich kann keine Tricks. Komm, deinen besten Trick jetzt, Maxi. Achtung. 3, 2. Eins, okay. Und go! Ich kann nur das! Oh! Yeah. Ich kann das nicht, ich bin kein Trampolinspringer oder so. Was bist du denn? Mach du was! Was soll ich denn machen? Rückwärts halt oder so. Aber das sieht auch wack aus, weil ich den Hüften mache. Ja, ach, und ich kann irgendwas oder was? War gut, oder? Hä? Okay, Flex. Gott.
Es war mir ein Fest, mit dir gesprungen, gelacht, trainiert, gegessen zu haben. Ich hoffe, du kommst uns die Tage mal im Swimmingpool besuchen, damit wir dich auch nackt betrachten können. Oh, ja. Oh doch, komm schon. Du bist doch ein kleiner sexy Dino, du bist doch eine geile Sau, oder? Du bist doch eine geile Sau, du bist doch eine geile Sau. Guck mal, du bist doch eine geile Sau, oder? So, du bist doch eine geile Sau, oder? Eulaus Pappen, inne. Was geht ab, Leute? Wir gehen jetzt erstmal was essen, weil irgendwie haben wir das Privileg, dass man hier essen gehen kann und das Restaurants offen haben, abseits von einmal bis dato noch nicht wirklich genutzt. Also eigentlich waren wir die ganze Zeit nur in der Villa, haben entweder selber gekocht, so saudumm. Deshalb gönnen wir uns jetzt ein bisschen was zu essen, danach geht's in den Pool, dann wird gestreamt. Ich möchte an der Stelle nochmal ganz kurz riesiges Dankeschön an euch sagen für das unglaubliche Feedback zu den letzten Videos und zu den Streams und so. Es ist wirklich crazy, wie das sich content-wise gerade 180 Grad dreht und wir einfach nur quasi unseren Alltag filmen, das, was wir machen, lieben. Das, was wir lieben, machen, ne? Oder? Das wissen wir. Ja, aber so beides halt auch. Und das ist mega krass. Das ist echt insane. Ja, jedenfalls gehen wir jetzt das Essen. Vielen, vielen Dank für das ganze Feedback und die ganzen Kommentare und sowas. Much appreciated. Ich glaube, dieses Dating-Format, to be honest, wird eine Sache, die wir öfters machen. Ich meine, es gibt ja vielleicht noch mehrere Leute, die sich das antun wollen würden. In dem Sinne, wir sehen uns vielleicht maybe gleich im Restaurant oder am Pool, wenn ich eine Abnahme mache und mir das noch komplett aufreißen. Ciao. Wir sind wieder. Huch, wir sind wieder in meinem absoluten Favorite-Restaurant hier von Chai. Das sieht überfancy aus, ist aber überhaupt nicht teuer. Und es gibt das beste vegetarische, vegane Essen überhaupt. Und auch richtig nice, einfach glaube ich Fleisch und Fisch. Ist saugeil, bin sehr glücklich. Schade, dass ich euch das gerade alles zeige, dass es euch nicht so gut geht. Ciao. Okay, passt auf, ich habe hier wirklich mein absolutes Favorite-Dish. Das ist so insane, das ist einfach. Ich habe einfach mein absolutes Favorite-Dish. Das ist einfach so Gemüse, übertrieben geil, im Blätterteig mit Tomate und Mozzarella hier dran. Das ich habe sowas noch nie gegessen. Außer halt hier. Hier noch jedes Mal, das ist so geil. Ihr habt Steak. Steak-Spieß, irgendwie sowas, ne? Ja. Der portugiesische Max hat da hinten irgendwie. Deutsche Kolosseum aufgebaut, ein Elefant. Ja. Gefüllte Paprika. Gefüllte Paprika, let's go rein in die Masse, Leute. Oi, guys! So, stream was actually. Oh my god, it's foggy! It's foggy! It was popped! Yo, it's not even on! Yeah, fucking put it on then, you idiot! Yeah, fucking. So, der Stream war wirklich komplett Poggers, Leute. Es war actually ein Pog-Stream. Ich habe ganz vergessen, dass ich im Fernsehen gewesen bin. Hier ein kleiner Ausschnitt, wie ich im Fernsehen außerdem die falsche Taste gerückt habe. Also zum Kölsch in der Kneipe, das glaube ich nicht. Wäre aber cool. Postamt glaube ich auch nicht. Aber macht ja Sinn, weil oftmals die Post hat, die haben auf jeden Fall immer eine Kasse und meistens eine Bank mit drin. Postamt? Oh, ich habe etwas gedrückt. Nein, das hast du nicht gemacht. Ich habe Kneipe gedrückt, aus Versehen. Oh, Mensch. Hast du Kneipe gedrückt? Das hast du nicht gemacht. Meine Hand aus Versehen abgedrückt. Das hast du nicht gemacht. Jetzt schon besoffen. Du hast ja. Kneipe gedrückt? Es ist, ne, nicht bewusst, ne? Aber ja, es ist die Kneipe, da bin ich mir sicher. Nein, es ist nicht. Es ist die Kneipe. Ja. Es ist die Kneipe. So nice. Ich habe jetzt direkt angefangen, nach dem Stream mich hier hinzustellen. Das zu kochen tatsächlich. Hallo. Hä? Er spricht Deutsch. Hola. Das ist nicht mal Portugiesisch, Bro. Wir haben wirklich tatsächlich vegane Hotdogs. Die riechen okay. Die riechen okay und sehen auch ganz normal aus. Darf ich mal einmal anfassen? Ja. So, und jetzt, So, wir packen jetzt die Hotdog-Brötchen in den Grill. Ciao. Wie siehst du, hast du keine Hose an? Doch. Zeig das nicht. Okay, ich wette, Revi beginnt den Satz jetzt mit so Leute oder so Freunde. Es gibt Essen, Leute, das erste Mal. Ah, ich hab's gesagt. Was? Ich hab gerade gesagt, du sagst Leute im ersten Satz. Und es war, oh. Es war die Wahrheit. Das erste Mal, dass jemand anderes hier Essen gemacht hat, außer mir. Wir probieren ganz kurz mal die Kartoffeln, die Max hier gemacht hat. Tobi! Au. Also Tobi hat Bratkartoffeln. Nee, Max hat Bratkartoffeln gemacht. Warmes Wasser. Die Wurst ist echt widerlich. Alle kommen. Ich esse auch diese vegetarische, glaube ich. Nein, das ist meine! Wir haben noch mehr. Ich habe einige deep-throated. Sheesh! 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 Boah! Sheesh! Kette? Ja, das ist extrem nice. Allerdings muss ich dazu sagen, dass. Also die ist halt schon nicer, ne? Weil die ist halt größer, oder? Die ist halt auch selbst gemacht und handmade und die ist halt gekauft halt. So wack. Ja. Aber wir haben halt den gleichen Geschmack und immer wenn man daran zieht, dann tut's richtig geil. Oh, sollte das? Leute, guck mal, das ist das Ding. Ich habe jetzt endlich eine Einladung von Antonia bekommen. Oh, sie hat mir gerade das Leben gerettet. Oh mein Gott! Oh mein Ich hoffe Loki immer noch, dass mein Ohr, dass ich gleich zu der Ärztin gehe und es noch so verstopft ist, dass sie sagt, ich kann nicht fliegen. Ich will no joke nicht nach Hause. Ich will einfach nicht. Aber ich beende das Video jetzt hier, weil wir jetzt gleich quasi schon. Also es ist der gleiche. Ich beende es hier. Ciao, sag tschüss. Tschüss.